Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Siberia mit eurem Heinz. Nachdem wir ja letztes Mal die Fahrkarte mit Hindernisse erworben hatten, nicht, müssen wir ja nur noch was abstempeln lassen, nicht? Ein Dokument, so. Und da würde ich sagen, müssen wir ja wieder zurück, wo soll man sowas machen? Zu Notar, nicht? Zu Notar, ja, oh, schönes Deutsch heute auch. So, da gehen wir nochmal gucken. Das ist immer hin und her gelaufen in den Spielen, das ist schlimm. So, da müssen wir also, denke ich mal. Oh, wie gesagt, wenn ich denke, das ist dann immer meist nicht. Ich bin wieder lieb zu mir, ich weiß. Mensch, dass Frauen nie alleine laufen können, ja. Muss man mal sagen, wo es lang geht. Unseren Heldinnen des Tages, ja. So, da sind wir ja schon hier an der Wegkreuzung, nicht? Bum, 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 bum. Tja, wo ging's jetzt zum Notar? Das hab ich vergessen. Muss man. Nee. Hier nie. Hier. Hier muss man, glaube ich, lang. Es zwitschern die Vögelein. So, der wollte ja nicht mit uns reden. Verkaufen will er ja auch nichts. Also, es ist ja. Ah, ja, ja, ja. So geht das schön. Jetzt haben wir gleich nochmal geklickt, nur damit wir dann. Ah, so. So machen wir das. Ach, wie wurden das denn? Durften wir ja nicht? Ach, das habe ich vergessen. Ich sollte den Notar in Ruhe lassen. Ah, ja. Ah, machen wir da. Oh, hier haben wir doch was. Dann gucken wir. Ach, das war ja mit Knäppchen drücken. So, da müssen wir mal gucken. Wir brauchen ein Dokument. Was ist das? Papier und Bleistift? Ein Tintenfass. Musik, Klang, Walze. So, welches Dokument? Abfahrerlaubnis. Ne? Ach, da brauchen wir vielleicht das Tintenfass. Mal gucken. Ah, können wir jetzt knipsen. Donnerwetter, du. Jetzt haben wir die Erlaubnis, du. Abruf. Mensch, du. Lass den Stempel zum Stempeln befugten Instanzen aufweisen. Der zum Stempeln aufweisen muss, ermöglicht den Träger des Dokuments frei über die oben genannte Objekte zu verfügen. Aha, so, da könnten wir ja jetzt wieder zurück. Aber ich habe ja noch mal. Oh, jetzt kommt die Musik wieder, dann haben wir was richtig gemacht. So, finden wir hier aber noch was? Brauchen wir noch was? Wir haben ja aber immer noch nie für den Dings das Mammut gefunden. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir abfahren können, ohne dass man dann vielleicht. Das weiß ich nämlich auch nicht. Was macht man da? Wo ging es denn hier? Hier ging es ja zum Friedhof. Da gab es ja auch nichts mehr, oder?
So, jetzt haben wir ein Dokument. Wir können zwar Zug fahren gehen, aber... Aber hier ist bestimmt auch verschlossen, oder? Weil ich weiß ja nicht, wo man hier Schlüssel finden soll. Das ist immer schlimm bei solchen Spielen. Ich will ja auch nicht immer spicken, dann macht es ja keinen Spaß. Das ist verschlossen. Ach, hier geht es jetzt wieder nicht weiter. Na, sowas. Dann gehen wir wieder zurück. Da gehen wir wieder zurück. Mal sehen, ob der uns im Zug. Ich glaube, die Walze konnten wir. War dann im Zug hinten in dem Abteil, oder noch was? Ach, Rätsel über Rätsel wieder. So, die Musik ist aber wieder, keine Ahnung, was wir nun wieder machen müssen. Jetzt ist die Musik da. Dicke da, Musik da, du. Tadi, tata, tati. Hast du mal hier noch ein paar Dokumente übersehen? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal zum Zug zurück. Mal gucken, was wir jetzt machen. Was wir da. Jetzt haben wir ja ein Dokument, ne? Ob der Zug abfährt oder nicht abfährt. Das ist alles nicht so einfach hier. Muss man schon mal so. So, jetzt sind wir wieder am Bahnhof. Mal gucken, was Oskar diesmal zu meckern hat. Wir gehen erstmal in den hinteren Raum. Ich glaube, da könnte man die Walze irgendwo... Müssen wir mal gucken. Das Regal scheint für Wertgegenstände gedacht zu sein. Aha. Hier muss man hier hin und hier ein bisschen. Aha. 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 Mit Koffer und der Koffer steht schon hier. Die Sachen sind schon da, das ist gut. Ne, wo war denn das? Wollen wir in den Schrank gucken? Ah, jetzt gehen wir mal. Machen wir mal. Nee. Mhm. Ich dachte, die könnte man jetzt hier ablegen. Ah, doch. Man muss ja immer richtig machen, ne? So, aha, da fehlen ja noch ein paar. So, da gehen wir mal zum Oskar, mal sehen, was der will hier. Dokument. Jetzt geben wir mal das Dokument. So, mal sehen, ob wir abfahren können. Hier das Dokument, das die Abfahrt des Zugs aus Valladilène rechtmäßig macht. Perfekt. Danke, Cakewalker. Und nun? Muss man nun machen?
Ich bin es noch einmal. Guten Tag, Kate Walker. Warum fahren wir nicht ab, Oscar? Genau. Die Bestimmungen sind eindeutig. Ich warte auf Ihre Fahrkarte, Kate Walker. Ach, die Fahrkarte, ne, da. Die Fahrkarte. Nicht, dass mir unsere Unterhaltung langweilig wäre. Auch ich habe jetzt... Fahrkarte. Die brauchen wir ja auch noch. Zugfahrkarte. So. Hier, Oscar. Können wir jetzt abfahren? Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Ich verstehe nicht, warum wir nicht abfahren können. Wir können es uns nicht leisten, diesen Zug noch länger aufzuhalten. Ich möchte nicht unhöflich sein, Kate Walker, aber ich befürchte, dass noch nicht alle Bedingungen für die Abfahrt erfüllt sind. Oh. Wenn das ein Witz sein soll, Oscar, so kann ich nicht darüber lachen. Na, ich auch nicht. Ich muss Hans Vorarlberg unbedingt so schnell wie möglich finden. Ich habe genaue Anweisungen, nach denen ich mich zu richten habe. Aha. Es gibt 3 Stellen in der Garderobe, an denen 2 wichtige Objekte platziert werden müssen. Dies ist die Voraussetzung, um den Zug in Gang zu setzen. Aber wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss die Abfahrt vorbereiten. Dann muss ich mich wohl nach diesen Anweisungen richten. Oh Gott, was müssen wir denn jetzt suchen noch? Menschenskinder, du, das ist... Da fehlen noch Dinge in der Garderobe. Na, ein Ding haben wir doch nicht. Oh, ich hab keinen Plan mehr. Wo müssen wir da hin jetzt? Keine Ahnung. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir denn noch, Leute? Das ist ja, das Schlimme ist das ja. Hier geht's ja auch nicht weiter. Da oben über der Brücke gab's ja auch nichts. Na, hier kommt's ja nicht weiter. Was muss man jetzt noch suchen? Ich hab keine Ahnung. Aufgezogen, haben wir den Zug schon? Wir können noch nicht losfahren hier. Mit dem können wir nicht sprechen. Und hier kommen wir ja bloß nicht weiter, sozusagen. Das ist jetzt doof. Ich weiß nicht, was, ist, was muss man jetzt noch machen? Das ist schlimm. Oh, schöne Bilder, aber ich weiß nicht, was wir machen sollen. Du musst ja mal die anderen Teile vom Bahnhof fashion, die immer dort bloß. Oh Gott. Woanders hin. Wo soll man denn noch hin? Was soll man denn suchen? Wo soll man den Schlüssel finden oder sowas? Hier ist ja auch Schluss. Ist ja. Ja, gut. Dann gehen wir wieder hier lang. Tja, Rätsel über Rätsel. Tja, haben wir noch was in dem Büro vergessen? Tja, ich weiß, jetzt hab ich wirklich wieder mal keinen Plan. Momo wollte Mammut. Ja, wo finden wir denn hier einen Mammut? Wo geht's denn hier noch hin? Wir kommen ja überall nirgends so richtig weiter hier. Wo kommen wir denn hier hin? Was war denn das? Ach, das war ja das mit dem Garten.
Hier kommen wir ja wohl nie rein. Diese Tür ist verriegelt, aber ich muss da rein. Ja, wo findet man nun noch Schlüssel? Ehrlich, ich habe keinen Plan. Wieder, wie immer. Ist ja nicht Neues, Schweres, aber... So, geht's denn hier hin? Beim eine Dorlog ja auch nichts mehr an Schlüssel oder so. Da waren wir ja fertig. Ach so, das war die Fabrik. Nehmen wir gerne mal ins Büro gucken, wenn wir immer hier sind. Ist ja. Vielleicht haben wir was übersehen. Keine Ahnung. Was muss man da irgendwo noch finden? Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Verstehe ich das. Ja, hier noch irgendwas übersehen. Hier haben wir ja die Walze gefunden. Das Teil hier klemmt. Das Teil hier klemmt. Und mitnehmen können wir es nie, oder? Jetzt haben wir ja die Walze schon weggegeben. Die hat mir ja angehört, ne? Das Teil hier klemmt. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Wir haben da aber die Walze jetzt. So, nicht mehr müssen die Walze wiederholen aus dem Zug. Oder? Ich weiß es nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Oh, ehrlich, Leute, ich sehe ja nicht mehr durch. Die Walze haben wir ja rausgenommen. So, die Dinger hat man ja schon alle. Ja, noch was in den Schubfächern. Zettel hatten wir schon. Oh. Oh. Oder? Oder? Keine, die haben wir noch gar nicht gesehen. Ich weiß zwar, dass du dich definitiv von den Wörtern abgewendet hast, aber mir fehlt die Zeit, dir eine Klangwalze anzufertigen. Doch, ich denke, jemand unter deinen Bekannten wird so freundlich sein, mir diese paar Zeilen vorzulesen. Ich habe deine letzten Pläne erhalten. Ja, ich glaube, das hat man schon. Oder? Nee, das war ja mit der Rechnung, das war der Zug. Die Rechnung haben wir ja eingesteckt. Ne? Ja. Wir haben sofort mit der Herstellung begonnen und dabei peinlich genau eine Pläne gekriegt. Die Lokomotive ist schon in einer Woche fertig. Wenn du sie nur sehen könntest, aber du wirst sie sehen. Ich habe es dir versprochen. Sie ist wunderbar. Auch scheint sie eine große Reise kaum noch abwarten zu können. Es fehlt nur noch der Pilot Oscar. Ne, den haben wir ja gemacht. Ich hoffe, dass er auch bald fertig sein wird und in einer Herstellung sein können. Bumm. Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du außerdem, dass ich dir diese unglückliche kleine vorgeschichtliche Puppe mitbringe, mit der die traurige Geschichte anfing. Ich frage mich, ob sie noch immer in der Höhle ist und wenn ja, in welchem Zustand. Aber was sind schon 60 Jahre für ein Objekt, das mehrere tausend Jahre alt ist? Ich werde sie finden, ich verspreche es dir, Hans. Im Moment bin ich durch eine starke Grippe etwas geschwächt, aber in ein paar Tagen wird es wieder besser gehen. Der Verkauf der Manufaktur steht kurz bevor. Die Anwältin aus New York hat... Wir kommen angekündigt, sie zu besichtigen. Dann werden wir... Ja, die Höhle, ja, wo ist die Höhle?
So, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Ach, das war ja die Rechnung, doch. Bim, 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 die Rechnung hat man ja schon. Ah, Meinung, Meinung, Wismut. Mein Gott, nur Rechnungen. Ich hätte nicht gedacht, dass es um die Fabrik so schlecht steht. Die letzten Jahre waren für Anna Vorarlberg sicher nicht leicht. Ja, so. Das haben wir ja nun alles schon. Also wo die Misch nochmal, muss man jetzt hin. Tja, Leute, kein Plan. Rätsel über Rätsel, das ist alles Rätselhaftes. Oh, meine Lieben, ich würde sagen, wir haben ja nun schon wieder, ich keine Ahnung, wo die Höhle ist. Wo die Höhle zu finden ist, da würde ich sagen, wir tun mal an der Stelle der Weile wieder beenden. Ah. Spiel speichern. Es ist immer schwierig, immer wenn man eins gemacht hat, kommt das nächste und wieder das nächste und dann noch das nächste. Und ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Keinen Plan mehr. Ja, meine Lieben, trotzdem hoffe ich, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und freue mich wie immer, Däumchen hoch, Kommentare, nette natürlich. Und vielleicht in einer anderen neuen Abonnenten. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage wie immer bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.